Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von One Life in Music, der All-Time-Album-Classics. Und heute widmen wir uns Kanadas Finest, und zwar die größte Band aus Kanada, und zwar Rush. Und zwar mache ich gar nicht lange umher, sondern ich beginne gleich 1974 als Trio gegründet, noch ohne den Superschlagzeuger Neil Peart. Und zwar damals war noch der Schlagzeuger, und zwar John Rutsey, an den Drums. Und wie das geklungen hat 1974, als diese Superband angefangen hatten mit ihrer ersten Scheibe, hören wir jetzt mit dem Song Finding My Way. War noch mehr oder weniger geradliniger Rock. Noch nicht so komplex wie ihre späteren Alben. Dann gehen wir bereits weiter ein Jahr weit, und zwar 1975 kam das Fly By Night Album, und hier war bereits die Band komplett mit Neil Peart am Schlagzeug. Also diese Besetzung hat sich nie mehr verändert. War bis an den letzten Tag ihres Schaffens genau die gleichen Leute zusammen. Also, das war Alex Lifeson an der Gitarre, Geddy Lee am Bass und eben die, wie gesagt, der Superdrummer Neil Peart. Und zwar hier hören wir schnell den Ausschnitt Anthem aus dem zweiten Rush-Album Fly By Night. Noch im selben Jahr kam bereits das dritte Album, Caress of Steel, und aus diesem Album hören wir schnell den Titel Bastille Day. We'll be right back.
Amerika und ein Jahr später, 1976, kam eigentlich schon der erste Raj-Klassiker auf den Markt. Und zwar das Album 2112, also 2112, wie man da will. Und hier haben sie eigentlich schon fast zu ihrem Stil gefunden. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der 2112 Ouvertüre. Also, das war Rush in den Anfängen mit dem bereits aber schon dritten Album in ihrem Stil schon relativ nah. Hier geht es schon um alle Ecken und Kanten in der Musik von Rush und es geht sogar noch weiter mit dem nächsten Album A Farewell to Kings. Und zwar hier wurde es dann richtig progmäßig und zwar hören wir einen Ausschnitt aus Xanadu aus dem Album Farewell to Kings. Entschuldigung, a farewell to kings. Bei dieser Band, muss ich sagen, ist es eigentlich relativ schwierig, so kurze Ausschnitte zu präsentieren, weil die Songs gehen meistens länger als 5, 6, 7 Minuten lang. Aber ich versuche trotzdem, einen Querschnitt ihres Schaffens zu zeigen. Wir machen jetzt einen Sprung nach 1978 mit dem Album Hemispheres und da spiele ich euch einen Ausschnitt aus La Villa Straniato. Thank you.
mit dem nächsten Album sind wir bereits 1980 und zwar hieß das Permanent Waves. Und aus diesem Album spiele ich natürlich auch einen Titel, The Spirit of Radio. Mache gleich ein Album weiter und hier kommen wir zu Moving Pictures. Und zwar ist das das Jahr 1981 und das ist für viele Rush-Fans das Maß aller Dinge, aller Rush-Alben. Also darum spiele ich für euch mal den Titel Tom Sawyer. Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out. Das war unter anderem auch eines der erfolgreichsten Rush-Alben. Und natürlich vor allem eines, ein Klassiker. Ich schalte da mal ein Jahr weiter zum nächsten Album Signals. Auch wieder äußerst erfolgreich, also zwei Nummer 1 Alben hintereinander in Kanada. Und zwar hier spiele ich euch den sensationellen Song Subdivisions. Auch ein absolutes Superalbum. Und dann gehe ich mal ein, zwei Jahre weiter, also von 82 zu 84 mit dem nächsten Album Grace Under Pressure und hier spiele ich euch den Titel Red Sector A. We'll be right back.
Also wie gesagt, das Album 1984 und ich gehe zum nächsten, und zwar 1985 kam dann Power Windows und ist für mich auch ein absoluter Oberklassiker, würde ich sagen, fast eines meiner Lieblingsalben. Und hier spiele ich für euch The Big Money. Was zu sagen ist, fast ausnahmslos alle mit diesen Alben haben sie Platin-Status erreicht. Natürlich vor allem in ihrem Heimatland Kanada. Dann springe ich jetzt auf 1987 mit Hold Your Fire. Und zwar hier spiele ich den Song für euch, Time Stand Still. Catch my breath before I start off again. Living on without a moment to spend, to pass an evening with a drink and a friend. I let my skin get too thin. I'd like to pause, no matter what I pretend. Like some pilgrim who loves the tramps and learns to live as if each step was a year. Weiter zum nächsten Album, und zwar 89 Presto, und hier spiele ich für euch Show Don't Tell. Sorry. Jetzt Show Don't Tell. Show me, don't tell me. I've heard it all before. Show me, don't tell me.
war Show Don't Tell aus dem Album Presto, und zwar das war 89. Jetzt mache ich einen Sprung nach 91 und das ist Roll the Bones. Und hier spiele ich für euch schnell den Titel, und zwar Where's My Thing? Nach diesem Album kamen dann noch zwei Alben, und zwar im 93 Counterparts und im 96 Test for Echo. Und dann ging eigentlich die tragische Geschichte des Schlagzeugers los. Und zwar verlor er innerhalb von einem Jahr seine Tochter und seine Frau. Seine Tochter bei einem Unfall und seine Frau an Krebs. Und dann war natürlich fertig mit Musik machen, und Rush wussten eigentlich nicht, ob sie jemals zusammen wieder Musik machen können, aufgrund der tragischen Ereignisse um den Schlagzeuger Neil Peart. Trotzdem haben sie sich 2002 wiedergefunden und haben noch drei Alben gemacht bis und mit 2012. Auf diese Alben möchte ich eigentlich nicht weiter eingehen, weil die gehören eigentlich nicht mehr zu den klassischen Rush-Alben, wie man sie kennt und liebt. Nichtsdestotrotz immer noch empfehlenswerte Alben. Das wäre es eigentlich gewesen für heute. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können in die fast komplette Diskografie dieser Superband aus Kanada. Und ich sage Tschüss, bis nächstes Mal. Vielen Dank fürs Schauen und wir hören noch Rush. Und ich sage schon mal, bis nächstes Mal.